Jetzt auch mal. Nee, guck ja, doch mal. Ja, ich, du filmst, wie ich gucke. Ja, du musst ein bisschen nach rechts drehen. Ja. Oder ich kann ein bisschen nach links drehen, wie auch. Nö, jetzt wird es ja wohl in Ordnung sein, oder? Ja? Also wir wollten uns über das Thema Rassismus unterhalten. Ja. Weil oben am Rammtor-Spielplatz steht ein großes Schild gegen Rassismus. Und ich finde es ein wichtiges Thema. Ich habe auch schon Rassismus erlebt. Mhm. Ja. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weißt du ja, gell? Darf ich dich mal kurz? Ja. Und super. Und als ich mich im Internet mal mit Homosexuellen unterhalten habe, ne? Ja. Haben die mir vorgeworfen, ich wäre Fundamentalistin und Rassistin. Mhm. Und da habe ich mich sehr gewundert, wie die auf das Wort Rassismus kommen. Und es ist ja anscheinend so, dass das Wort Rassismus heutzutage wirklich für alles benutzt wird. Und ich finde es nicht richtig, weil Thema Rassismus ist ein ernsthaftes Thema. Und es sollte wirklich heutzutage mal so sein, dass alle Menschen gleich sind. Ne? Also Mensch ist Mensch und unabhängig von Herkunft und Aussehen und Rasse und so. Aber dann wird dieses Wort dann jetzt auf einmal von allen möglichen Leuten missbraucht für irgendwelchen Sachen, die sie jetzt damit dann einfach rechtfertigen wollen, oder? Das finde ich dramatisch. Hast du die 5G-Aufkleber dabei? Ich vergessen. Ich habe Kreuz vergessen. Oh je, ja. Ich muss mich noch dran gewöhnen, immer mit 5G-Aufklebern unterwegs zu sein. Ja, dann macht ja nichts. Es rennt ja nicht weg. Ja, und der Begriff Rassismus, der heißt aber auch Rassismus. Das heißt, er bezieht sich auf die Rasse. Aber er wird missbraucht. Und ich habe